Namaste. Diese Yoga-Klasse möchte ich mit dir heute unter dem Thema des Verwurzeltseins ergründen und erfahren. Verwurzeltsein bedeutet, Halt zu finden. Und wir werden diesen Halt physisch heute spüren in dieser Yoga-Klasse und werden in ihr in einer Sequenz von Standhaltungen auftauchen. Und das braucht Halt, es braucht den Halt unter uns, es braucht die Erde, die uns empfängt und die uns trägt und stabilisiert. Und wir werden das Zweite in dieser Yoga-Klasse entdecken. Und das ist neben dem Gefühl des Haltes, das wir mit der Erde erfahren und finden dürfen, werden wir daneben auch ein Gefühl der Lebendigkeit erfahren. Also Halt und Lebendigkeit. Und diese beiden Qualitäten werden uns durch diese gemeinsame Yoga-Klasse begleiten heute. Und wir beginnen diese Yoga-Klasse im bequemen und gemütlichen Sitz. Wenn du einen für dich jetzt in diesem Augenblick guten und bequemen Sitz gefunden hast, dann kannst du gern die Augen schließen, denn im Moment gibt es gar nicht so viel, was wir in der äußeren Welt suchen müssten. Die Augen sind ständig geöffnet tagsüber. Sie nehmen die Umwelteindrücke wahr und nehmen die Informationen auf, die uns die äußere Welt vermittelt. Und jetzt, da wir die Augen auch mal schließen dürfen, wird diese äußere Welt gar nicht mehr so wichtig und bedeutend. Das wird sie dann nach der Stunde wieder werden. Aber für jetzt möchte ich dich einfach bitten, die Augen ganz in Ruhe zu schließen. Und trotzdem die Sinne noch einmal nach außen zu bringen. Und den Raum, in dem du jetzt bist, zu hören. Und seinen Klängen und Geräuschen zu lauschen. Ich möchte dich auch bitten, die Luft des Raumes zu spüren. Die Luft, die du jetzt atmest und die dich umhüllt. Und sie sogar auf der Haut zu spüren. Es gibt sicherlich Bereiche, die jetzt von der Luft gestreichelt werden auf der Haut. Spür auch die Kleidung, die dich jetzt berührt. Und dann bring die Aufmerksamkeit nach unten zum Becken. Du sitzt auf etwas, auf einer Unterlage. Stell dir vor, dass du diese Auflagefläche deines Beckens jetzt sehen könntest. Du könntest sehen, wie das Becken aufsitzt auf der Unterlage und beobachten, wie es im Laufe der Zeit etwas tiefer dort hineinsinken kann. Du kannst also ganz bequem und ganz satt dein Becken ankommen und sich setzen lassen. Und je größer diese Auflagefläche wird, die dein Becken im Moment in der Unterlage erfährt, desto mehr Halt kannst du von unten spüren. Denn wir sitzen, sind angekommen und werden von unten gestützt mit dem Becken. Wir tauchen ja nicht ewig tief in die Erde ein, sondern kommen an. Und so finde in diesem Ankommen auch ein Gefühl des Verwurzelt- und Verankertseins. Denn du bist jetzt hier auf der Unterlage, auf der du sitzt. Du hast einen Raum gefunden, in dem du sein kannst. Und hier kannst du dich verankern. Einfach hier sein. Schenk dann auch den Hüftgelenken ein entspannteres Gefühl. Und lass sie eine innere Weite erfahren und durch diese innere Weite hindurch ein entspanntes Gefühl in die Beine hineinfließen. Denn die Beine müssen dich jetzt im Moment gar nicht tragen oder halten, die können sich entspannen. Und so erfahren wir einen entspannten und gut geerdeten Bodenkontakt nach unten. Und können uns ganz diesem Halt anvertrauen. Und Anvertrauen heißt auch, dass wir die eigene Anstrengung loslassen können und uns etwas in die Erde entspannen dürfen.
Beginn dann auch aus diesem Kontakt der Erde heraus, dich ganz sanft nach oben aufzurichten. Das muss jetzt kein äußerer Impuls sein, kann hochziehen oder gezogen werden wie in einem Bindfaden. Lass es eher aus dem Inneren entstehen. Entdecke eine innere Leichtigkeit des Brustkorbs und diese Leichtigkeit lässt ihn höher fließen nach oben oder höher schweben. Und so wirst du innerlich in eine innere angenehme Größe aufgerichtet. Und ganz von selbst, ganz lebendig und leicht. Und wenn du das nächste Mal einatmest, dann heb deine Schultern bitte ganz hoch nach oben. Und wenn du ausatmest, dann senk sie satt zurück nach unten auf den Brustkorb. Und ein zweites Mal atmest du ein, ziehst die Schultern hoch und atmest aus, legst sie richtig gemütlich ab auf den Brustkorb. Und dann können sich die Schultern entspannen, können die Anstrengungen des Tages loslassen. Auch der Schulternackenbereich darf durchlässig werden und Spannung abgeben. Und auch dein Gesicht sich entspannen. Und dann bleib gleich bei der Atmung und beobachte, wie sie fließt. Und entdecke einen Modus, in dem du gar nicht die Atmung beeinflussen musst oder verändern musst oder kontrollieren. Wir machen das ja gerne, wir haben gerne die Dinge unter Kontrolle. Aber die Atmung ist manchmal sogar schöner, wenn sie nicht kontrolliert ist, wenn sie einfach frei sein kann und wenn sie aus sich selbst heraus atmet. Und so bist jetzt nicht mehr du in diesem Moment die Person, die atmet und über die Atmung bestimmt, sondern du kannst es beobachten, wie du atmest und offen sein für das, was entsteht. Für die Einatmung, die aus sich heraus entsteht und für die Ausatmung, die wieder den Oberkörper nach außen verlässt. Du atmest ein und wirst eingeatmet. Und du atmest aus mit einem Gefühl des Ausgeatmetwerdens. Es atmet ein, ganz aus sich heraus, und es atmet aus. Und so kann sich deine Atmung frei entfalten. Und sie kann jetzt für diesen Augenblick stimmig und gut werden. Dann bring die Hände bitte vor dem Herz zueinander. Und das erinnert uns, dass wir diese Zeit, die wir gemeinsam jetzt praktizieren werden und die Wege, die wir in dieser gemeinsamen Yoga-Praxis gehen werden, dass wir sie aus einem Gefühl der Güte des Herzens gehen werden. Es ist eine Yoga-Klasse für dich und so darf sie aus dem Herz heraus sich entfalten. Lass uns beim nächsten Mal tiefer ausatmen, bitte. Und öffne dann im Einatmen die Arme über die Seite hoch zum Himmel. Bring im Ausatmen die Hände zurück zum Herz. Und beginn dort ein zweites Mal. Und lass uns, vor unserem Herzen, gemeinsam verneigen. Und dann mit dem Aufrichten die Augen langsam wieder öffnen. Namaste. Ich möchte mit dir jetzt die erste Sequenz in der M4-Füßler beginnen. Wir werden uns bewegen und mobilisieren, werden dann die Atmung integrieren in die Bewegungsflüsse und werden dann im Mittelteil der Stunde nach oben kommen in eine Standsequenz. Also bitte ich dich jetzt erst einmal zum M4-Füßler. Und hier, wenn du ihn gefunden hast, dann nutze einen Moment und beweg dich für dich selbst durch. So kann auch das, was heute an diesem Tag schon alles geschehen ist, sich aus dem Körper heraus bewegen. So kannst du dich räkeln, strecken, mobilisieren. Genauso wie es für dich jetzt in diesem Augenblick gut ist. Wir begegnen uns einen Moment im Kind. Da kannst du gerne die großen Zehen näher bringen, die Knie etwas nach außen öffnen und dann ganz in Ruhe dein Gesäß Richtung Fersen sinken lassen. Und dann kommst du an, lässt die Arme nach vorne ausgleiten und kannst die Atmung schon mehr in den Rücken hineinschicken.
So kann er sich auffächern, wenn du atmest. Jetzt wandere bitte einen Moment mit den Händen nach rechts. Und es kann von der Unterlage weg sein. Du kannst für dich selbst schauen, wie weit du dich nach rechts beugen möchtest. Auch der Oberkörper kann Richtung rechtes Knie kommen. Und wo ist es jetzt gut? Wo magst du ankommen? Wenn du dort bist, dann lass die linke Gesäßhälfte Richtung Ferse zurücksinken. Und jetzt streckt sich die linke Seite, bleib da gleich mit der Aufmerksamkeit dort, in dieser Weite der linken Seite. Wenn du dich entspannt strecken möchtest, kannst du die Unterarme ablegen. Und wenn es etwas aktiver sein dürfte, dann lass die Arme lang und komm eventuell auf die Fingerkuppen. Jetzt nimm diese Länge wahr von der linken Hüfte bis in die linken Fingerspitzen. Spür, wo sich etwas dehnt und dehnen darf. Vielleicht auch im unteren Rücken, um einen Teil der Anstrengung und Anspannung des unteren Rückens rauszudehnen. Und dann lass die Atmung ganz genüsslich in die linke Seite strömen. Dann kannst du spüren, wie sie sich auffächert, die gesamte linke Flanke. Und wenn du tiefer gehen möchtest und weiter gehen möchtest, dann krabbel mit der linken Hand weiter nach rechts. Nimm diese Größe noch einmal wahr in der linken Seite, atme dort hinein und komm dann wieder zurück zur Mitte. So sind wir im Kind angekommen. Wir werden immer wieder im Laufe dieser Praxis im Kind ankommen und doch ist immer etwas anders, auch wenn es die gleiche Haltung ist. Jetzt hat sich die linke Seite und die rechte Seite verändert. Bitte dich, es wahrzunehmen, links und rechts, Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Das auch in der Atmung wahrzunehmen, ob es einen Unterschied gibt zwischen links und rechts. Und jetzt wander nach links und denk da nicht von außen, muss nicht genauso weit sein wie eben auch, spür eher, wo es sich ähnlich gut und gemütlich anfühlt und komm genau dort an, wo du sein möchtest. Nicht zu weit, nicht zu wenig. Jetzt kannst du die rechte Gesäßhälfte noch einmal zurücksinken lassen Richtung Ferse. Und diese gesamte Größe der rechten Seite wahrnehmen, von der Hüfte durch die gesamte rechte Seite bis in die Fingerspitzen. Und dann streck dich hier aus. Beobachte, wo etwas dehnt. Wie es sich anfühlt und wie die Atmung in den Raum der rechten Seite hineinfließt. Lass es dort so richtig genüsslich hineinatmen in diese wunderbare innere Weite der Atemräume. Und wenn du ein bisschen mehr magst, dann lauf mit der linken Hand und deiner rechten Hand näher zueinander, so rechts nach links. Atme noch einmal ganz bewusst hierhin in diese rechte Seite. Und komm dann in Ruhe wieder zurück in die Mitte. Und dann nimm beide Seiten wahr, rechts und links. Spür die Hände, leg sie ganz in Ruhe auf der Yogamatte ab und fächer die Finger bitte auf. Jetzt schieb dich aus diesem Kontakt heraus noch einmal zurück nach hinten. Schieb dein Gesäß Richtung Fersen nach hinten. Dann komm auf die Fingerkuppen bitte. Du löst also die Handgelenke von der Unterlage und läufst mit den Fingerkuppen nach vorn. Und dann kannst du spüren, wie beide Seiten sich wieder ganz groß ausstrecken. Atme diese beiden Flanken. Jetzt leg die aufgefächerten Hände wieder zurück zur Yogamatte und saug sie dort nach unten, denn das gibt jetzt Halt. Wir brauchen jetzt diesen Halt der Hände zur Erde. Und du kommst in einen Vierfüßler hoch, bringst die Knie wieder unter die Hüftgelenke zurück, bewegst dich wieder und dann in den abwärts schauenden Hund und entdeck ihn aus dem Gefühl der Verbundenheit der Hände zur Erde. Schieb dich von dort nach unten und räkel dann dein Becken hoch.
Nun entdeck diesen abwärts schauenden Hund und geh in die Bewegung hier hinein. Das können kleine oder große Bewegungen sein, ruhig oder lebendig, ganz so wie du das jetzt selbst magst. Und es gibt immer etwas, das jetzt Halt gibt, und das sind die Hände. Die sind ganz weit aufgefächert in den Fingern und drücken in die Unterlage, in die Erde nach unten und schieben sie nach unten weg. Und aus dieser Basis, aus diesem Halt, kannst du dich lebendig reckeln nach oben. Gut, dann lass die Außenseiten der Fersen etwas tiefer sinken. Atme aus und streck dich lang. Atme ein in den Liegestütz und atme aus zur Erde. Bring Knie, Brust, Bein und Becken zur Erde. Einatmend kommst du in eine Rückbeuge hoch. Ausatmend schiebst du dich zurück in den abwärts schauenden Hund. Und hier nochmal bewegen und reckeln. Ein zweites Mal einatmend in den Liegestütz. Ausatmend zur Erde. Einatmend in die Rückbeuge hoch. Ausatmen in den abwärts schauenden Hund zurück. Dann senkt die Knie und komm im Katzenbuckel zurück nach unten. Dann fließt du in den Pferderücken, hebst den Blick nach vorn und kommst dann zum Kind. Und wieder kommst du an mit einem vielleicht anderen Körpergefühl. Hier kannst du gerne die Hände bewegen, Handgelenke verwöhnen. Durchatmen, zur Erde kommen. Und wir lösen uns von ihr. Wieder kommst du hoch in den Katzenbuckel, fließt weiter in den Pferderücken. Und den abwärts schauenden Hund. Einatmen in den Liegestütz nach vorn kommen. Ausatmen zur Erde. Einatmen in die Rückbeuge. Ausatmen in den abwärts schauenden Hund. Und jetzt wanderst du mit den Füßen nach vorn Richtung Hände. Schritt für Schritt nach vorn. In eine halbe Vorbeuge. Du streckst dich nach vorn lang und fließt dann ganz weich in eine ganze Vorbeuge nach unten. Einmal die halbe Vorbeuge lang strecken und die ganze Vorbeuge und weich nach unten eintauchen. Jetzt kommst du in eine Hocke nach oben, hältst sie einen Moment an, hebst die Zehen, drückst die Füße mit allen Auflageflächen nach unten. Hinten auf den Fersen, außen auf den Außenkanten und vorne auf den Großzehenballen. Und hier nach unten drücken, finde Halt nach unten und wird nach oben lebendiger und räkel dich nach oben. Halt nach unten und lebendig nach oben. Und jetzt ziehst du dich Schritt für Schritt hoch nach oben. Ganz hoch kommen, hoch, hoch, hoch. Hier oben ausstrecken. Und im Ausatmen bringst du die Hände zurück und senkst die Zehen entspannt ab. Einatmen, beugst die Knie etwas an und tauchst hier nach vorne auf, nach oben. Ausatmen, verbeugst du dich nach unten zur Erde. Einatmen, streck dich nach vorne in die halbe Vorbeuge. Ausatmen, tauch in die ganze Vorbeuge ein. Einatmen, kommst du wieder hoch, drück den Boden weg und zieh dich nach oben hoch zum Himmel. Ausatmen, bring die Hände zum Herz zurück. Ein, die Knie beugen, über vorn nach oben kommen und ausatmen, zur Erde verneigen nach unten. Einatmen, in die halbe Vorbeuge strecken. Ausatmen, in die ganze Vorbeuge eintauchen. Einatmen, den rechten Fuß einen großen Schritt zurücknehmen, den Blick heben. Ausatmen, den linken Fuß mit nach hinten in den abwärts schauenden Hund. Einatmen, in den Katzenbuckel, dann den Pferderücken und ausatmen zum Kind. Einatmen, von der Erde lösen, in Katzenbuckel und Pferderücken fließen. Ausatmen, zum abwärts schauenden Hund kommen. Einatmen, in den Liegestütz. Ausatmen, zur Erde. Einatmen, in die Rückenbeuge hochkommen. Ausatmen, zurückschieben, der abwärts schauende Hund. Die Finger auffächern. Schieb dich hoch, senk die Fersen tief. Einatmen, den rechten Fuß nach vorn schwingen, den Blick heben. Ausatmen, den linken Fuß mit nach vorn nehmen und dich verbeugen nach unten. Einatmen, in die halbe Vorbeuge strecken. Ausatmen, die ganze Vorbeuge eintauchen. Ein, über die Hocke nach oben kommen. Ausatmen, die Hände zum Herz bringen. In nächster Runde einatmen, die Knie beugen. Bevor man wieder hochkommt, zieh dich hoch zum Himmel. Ausatmen, verbeug dich zur Erde nach unten. Einatmen in die halbe Vorbeuge. Ausatmen, die ganze Vorbeuge nach unten. Einatmen, links einen ruhigen Schritt zurücknehmen. Ausatmen, rechts zurück, der abwärts schauende Hund. Einatmen, in Katzenbuckel und Pferderücken fließen.
Ausatmen zum Kind. Einatmen nach oben kommen. Von der Erde lösen und zum Pferderücken fließen. Ausatmen ein bisschen höher schieben, der abwärts schauende Hund. Einatmen der Liegestütz. Ausatmen zur Erde. Einatmen in die Rückborge. Ausatmen der abwärts schauende Hund. Mit dem Einatmen den linken Fuß vor. Mit dem Ausatmen den rechten Fuß mitführen und dich vor dir verneigen. Einatmen in die halbe Vorborge. Ausatmen die ganze Vorborge. Einatmen über die Hocke nach oben, den Boden wegschieben und du ziehst dich wieder hoch. Bringst ausatmen die Hände zum Herz zurück. Ein, die Knie beugen, über vorn hochkommen. Ausatmen nach unten verneigen. Einatmen die halbe Vorborge. Ausatmen zurück in die ganze Vorborge. Einatmen links, rechts einen großen Schritt zurück. Ausatmen links zurück in den abwärts schauenden Hund. Einatmen in Katzenbuckel und Pferderücken. Ausatmen zum Kind. Einatmen nach oben kommen. Bis zum Pferderücken. Ausatmen der abwärts schauende Hund. Hier einen Moment inhalten. Bringe mal den Blick zu den Händen und fächer die Finger auf. Und drück die Hände nach unten. Dann den Blick zurück nach hinten Richtung Gesäß oder Richtung Oberschenkel. Jetzt schieb dich aus dem Kontakt der Hände nach unten in die Erde und von dort mit dem Becken hoch. Also zwei Impulse. Die Hände schieben nach unten in die Erde, schieben den Boden nach unten weg und dein Becken zieht und wächst hoch. Du machst die Seiten lang und lässt die Außenseiten der Fersen sinken. Jetzt hebst du dein rechtes Bein an. Schiebst die Ferse weit von dir weg und lässt die Zehen des rechten Fußes sich auffächern. Rechte Zehen auffächern. Hebe die rechte Hüfte hoch über die linke, dann zeigen die Zehen nach rechts weg. Rechtes Bein richtig hochheben. Linke Ferse senken. Mal tief durchatmen durch die rechte Seite. Dann die rechte Hüfte wieder nivellieren zur linken. Hüfte wieder parallel. Die Zehen im rechten Fuß nach auffächern. Einatmen zum Liegestütz. Ausatmen zur Erde. Einatmen in die Rückborge. Ausatmen zurück in den Hund. Mein rechtes Bein hochheben, die Zehen auffächern, jetzt ein rechtes Knie beugen. Jetzt schiebst du den Fuß richtig hoch, machst einen Abdruck nach oben zur Decke und oben den Fuß nach links bringen. Unter der rechten Achsel durchschauen, tief durchatmen. Und jetzt den rechten Fuß nach vorn, Blick Richtung Hände, Fuß dorthin. Dann hebst du die Zehen im rechten Fuß an. Spürst noch einmal die Auflageflächen, die der Fuß hat. Das ist die Ferse, Außenseite und Großzehenballen. Und diese drei großen, wichtigen Strukturen drückst du in die Yogamatte nach unten. Du hast einen richtigen Abdruck. Und hast die Zehen ruhig gehoben. Das aktiviert die Muskulatur des Fußes. Der ist zentriert, das Innengewölbe ist gehoben. Die Beinmuskulatur aktiv. Jetzt den rechten Fuß drücken, drücken, drücken. Die Hände leicht machen. Vielleicht mal kurz die Yogamatte oder Unterlage verlassen. Und wenn du merkst, es ist sehr aktiv, dann bringst du einfach die Hände wieder zurück zwischendurch. Wenn du mehr magst, dann löst die Hände. Bring die Arme im Einatmen nach vorn und ausatmen nach hinten. Ein paar Mal weitermachen. Und es darf ruhig sehr aktiv sein in der Beinmuskulatur. Aber lass die Atmung frei fließen. Gut, eine neue Runde. Einatmen richtig nach vorne ausstrecken. Und da ausatmen die Hände zurück. Der abwärts schauende Hund kommt zurück und atme hier tief durch. Beweg dich durch. Beweg über die Beine. Und lauf oder schüttel oder hops diese Anspannung aus den Beinen heraus. Wenn du an Vinyasa mitmachen möchtest, kannst du mir folgen. Wenn nicht, bleibst du einfach im Hund. Wir kommen gleich wieder hier an. Im Vinyasa einatmen in den Liegestütz. Ausatmen zur Erde. Einatmen in die Rückborge. Ausatmen in der abwärts schauende Hund. Gut. Jetzt die zweite Seite. Hebst du dein linkes Bein hoch. Fächerst die Zehen auf, schiebst die Ferse weg. Drückst die Hände aufgefächert nach unten in den Boden. Linke Hüfte hochheben. Zehen zeigen nach links. Du schaust unter der linken Achsel zur Seite
Und atmest tief in die linke Seite. Die noch mehr strecken, Hand noch mehr nach unten drücken. Jetzt die Hüfte nivellieren, links parallel zu rechts. Ausatmend, Fersen wegschieben. Einatmend der Liegestütz. Ausatmend zur Erde. Einatmend in die Rückbeuge. Ausatmend der abwärtsschauende Hund. Links hoch, dieser dreibeinige Hund. Zehen auffächern im linken Fuß. Das linke Knie beugen. Schieb den Fuß richtig hoch zum Himmel, ganz hoch. Und oben nach rechts. Jetzt schaust du unter der linken Achsel zur Seite. Tief atmen. Der Blick nach vorn Richtung Hände, den linken Fuß nach vorn. Jetzt, wenn du ankommst, dann heb die Zehen des linken Fußes an. Dann spürst du, der Fuß wird aktiv, das Fußgewölbe hebt sich hoch, das kannst du gut sehen. Drück die Auflageflächen, die der Fuß hat, in die Erde. Also Ferse, Außenseite, Großzehenballen. Einen tieferen Abdruck machen, die Hände lösen. Entweder hier bleiben, immer mal zurückkommen oder einatmen, die Arme nach vorn und ausatmen zurück. Und lass es ganz aktiv sein, es gibt ganz kraftvolle Beine, geben dir Halt auf den Wegen, den du gehst. Das darf jetzt ruhig sehr aktiv sein. Noch eine neue Runde. Einatmen, ausstrecken. Ganz lang und ausatmen, zurückkommen. Die Hände auflegen, zurück in den Hund. Und hier die Anstrengung rausbewegen, rausschütteln, raushopsen. Alles, was dir jetzt gut tut. Wenn du zum Schluss aus dieser Sequenz noch einmal durch den Vinyasa gehst, dann atme ein nach vorne in den Liegestütz und aus zur Erde. Ein in die Rückbeuge, aus in den Hund. Wir treffen uns im Vierfüßler wieder, sind wieder näher zum Boden, braucht weniger Kraft. Und so nutzt es, in die Leichtigkeit zu kommen, die Beweglichkeit deines Körpers. Räkel und beweg dich durch. Dann lass uns einen Moment im Kind ankommen, in einem ganz für dich bequemen Kindsposition. Du musst jetzt nichts tun. Wir sind wieder angekommen, bodennah im Kind, ganz bei uns selbst, mit einem anderen, einem neuen Körpergefühl. Mehr Wärme, mehr Kraft und Aktivität. Und so finde Ruhe in der Atmung. Lass sie durch den Rücken fließen. Spür den Halt und die Nähe zur Erde. Wir gehen einen neuen Weg, der uns jetzt in den Stand nach oben führen wird. Bring dafür bitte die Hände nach vorn. Fächer die Finger auf und denk hier schon diese gute Basis der Hände zum Boden, die wir gleich im abwärtsschauenden Hund noch einmal brauchen. Und dann kommst du hoch in den Katzenbuckel. Fließ ihn in den Pferderücken und zum abwärtsschauenden Hund. Hier nochmal die Hände spüren, in den Boden schieben. Und dann beweg dich und streck dich. Und dann komm mit diesen bewegenden Schritten Richtung Hände nach vorn. Hier in die halbe Vorbeuge, hier streckst du dich lang und entspannst dich in die ganze Vorbeuge. Lass dich einen Moment nach unten fließen mit dem Oberkörper. Und dann komm in eine Hocke. Und ich bitte dich, in der Hocke die Arme zu heben. Einmal die Zehen zu heben in den Füßen, den Boden zu spüren unter dir, mit Fersen, Außenseiten und Zehenballen und Großzehenballen. Halt zu finden nach unten. Und aus diesem Halt werden wir uns gleich aufrichten.
Denk dafür nicht nach oben hoch, denk eher nach unten runter diesmal. Drück den Boden nach unten weg. Und je mehr du ihn wegdrückst, desto höher kannst du dich aufrichten. Den Boden wegschieben, reikel dich hoch, streck dich aus und beende dann bitte. Komm im Stand an mit den ein oder anderen lockeren Bewegungen. Und wenn du angekommen bist, dann stell die Füße bitte hüftgelenkbreit auseinander. Was ist hüftgelenkbreit? Das ist ein kleiner Unterschied zu hüftbreit. Hüftbreit ist wirklich die Breite der Hüfte gemeint, also relativ weit außen. Und hüftgelenkbreit ist eher ein Stand, in dem die Beine parallel sind. Denn die Hüftgelenke sind nicht ganz außen, die sind eher nach innen orientiert. Und wenn du hier bist, die Beine parallel sind, dann kannst du sehen, dass die Gelenke übereinander sind. Also Hüftgelenke sind über den Kniegelenken, die Kniegelenke über den Fußgelenken. Und so hast du das eigene Körpergewicht ja, satt in den Gelenken orientiert und verteilt. Es ist ein sehr schöner, idealer Stand für die, die beruflich viel und oft stehen müssen. Denn hier sind wir wirklich in den Gelenken mittig orientiert. Die Knochen können uns nach oben aufrichten, unser Skelett uns tragen und die gesamten Muskeln der Beine können sich entspannen. Gut, und hier bringst du Gewicht auf die Außenseiten der Füße. Ganz einfach nach außen und nach innen rollen. Mach das für dich ein paar Mal. Hier werden die Sprunggelenke aktiviert. Das sind die Gelenkstrukturen, die wir von außen an den Knöcheln sehen. Diese Bewegungen sind Eversion und Inversion, so heißen diese Bewegungen. Und ich bitte dich, die Mitte wieder zu finden. Und von hier nach vorn hochzukommen, auf die Zehenballen, die Fersen zu liften. Und wieder zurückzukommen, nach hinten runter, auf die Fersen. Mach das ein paar Mal weiter, bitte. Auch das sind Bewegungen der Sprunggelenke. Plantarflexion und Dorsalextension heißen diese Bewegungsrichtungen, die die Füße jetzt machen. Oder einfach Füße anwinkeln und strecken. Das aktiviert nicht nur die Sprunggelenke, es aktiviert auch die Muskulatur in den Füßen und in den Beinen natürlich auch. Und das kannst du gut spüren, wenn du jetzt ganz hoch kommst auf die Zehenballen, die Fersen hoch sind. Jetzt spürst du nicht nur die Füße, wie sie sich auf dieser kleinen Basis, die sie jetzt haben, ausrichten und Bewegungen finden. Du kannst es auch sehr gut in den Waden wahrnehmen, denn die Beinmuskeln sind auch aktiv jetzt. Und dann komm langsam wieder zurück auf die Fersen. Und dann schüttel die Anspannung aus den Beinen heraus. Und wir sind jetzt in einer Standsequenz angekommen. Ich bitte dich wieder, die Füße hüftgelenkbreit zu orientieren. Hüftgelenkbreit. Und jetzt die Zehen zu heben. Dich wieder an diese Auflageflächen der Füße zu erinnern, die sie haben. Die Fersen, drück die richtig satt in die Erde, dann die Außensatten und die Großzehenballen. Und über all diese drei Strukturen machst du einen tiefen Abdruck nach unten. Die Zehen kannst du gehoben lassen, wenn du magst, oder sie sanft und weich ablegen. Ich empfehle sie einen Moment noch gehoben zu lassen, denn hier sind wirklich die Füße zentriert und die Fußgewölbe aktiviert. Und jetzt verlagerst du mehr und mehr Gewicht nach links. Nach links, 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 mach einen richtig großen Abdruck in die Matte. Der rechte Fuß wird leicht, hat weniger Gewicht. Jetzt borgst du dein rechtes Knie an und löst die rechte Ferse von der Erde hoch. Links ist ganz aktiv, ein ganz bewusster Abdruck machst du nach unten. Jetzt hebst du deinen rechten Fuß an. Jetzt merkst du, der linke Fuß bewegt sich, der sucht und findet Bewegungen zum Ausgleich der Balance. Darf er auch machen. Die Zehen nicht krallen im linken Fuß. Jetzt bringst du den rechten Fuß an die Innenseite des linken Standbeins. Es kann ober- oder unterhalb des Knies sein, da wo es für dich jetzt Halt gibt. Rechtes Knie zeigt nach außen, linker Fuß drückt nach unten in die Matte. Bring einmal kurz die linke Hand an das linke Hüftgelenk, fühl es hier, diese Knochenstruktur. Jetzt ziehst du dein rechtes Hüftgelenk hoch.
Dann kannst du in der linken Seite spüren, da wo die Hand ist, dass er sich etwas einsaugt nach innen. Und das ist die Struktur des Oberschenkelkopfes, die nach innen in das Gelenk zieht. Und das ist gut, dann ist das jetzt arretiert. Lässt du also innen, rechts, oben, schließt den Beckenboden, drückst noch einmal nach unten, dich weg in die Erde und strebst dann hoch mit dem Oberkörper. Bring die Hände vor das Herz oder noch höher zum Himmel, da wo du jetzt sein magst. Und hier sind wir in Vrikshasana, dem Baum. Und wenn du jetzt merkst, du machst Bewegungen, dann lass sie entstehen, denn sie sind gut. Und jedes Mal lernt unser Gehirn, den Körper zu koordinieren. Und dann schau, dass du atmest, frei, so frei es möglich ist. Nach unten ausatmen und dich verwurzeln, Halt finden. Und nach oben einatmen und dich aufrichten und wachsen. Und leicht und frei sein nach oben. Tief atmen. Ganz in diesem Moment sein. Und langsam bitte wieder auflösen in den hüftgelenkbreiten Stand. Dann spür dein linkes und rechtes Bein im Vergleich. Und schüttel die Anstrengung aus den Beinen wieder heraus. Hüftgelenk ist der Start. Die Zehen entspannt in den Füßen. Die Auflageflächen der Füße gut geerdet. Jetzt verlagere Gewicht nach rechts und mache einen tiefen Abdruck nach unten. Links wird leicht, dann hebst du die Ferse nach oben, beugst dein linkes Knie. Hat der rechte Fuß mehr zu tun, finde hier ein verwurzeltes Gefühl. Finde Halt zur Erde. Auch wenn du jetzt deinen linken Fuß löst und an die Innenseite des rechten Beines aufstützt. Linkes Knie nach außen, dein linkes Hüftgelenk ziehst du hoch. Den Beckenboden schließt du und kannst dann die Hände zum Herz oder zum Himmel tragen. Und dann lass auch hier Bewegungen zu. Und finde gleichwohl immer wieder ein verankertes Gefühl nach unten. Finde Halt zur Erde. Und wachs aus diesem Halt nach oben. Wie ein Baum, der Wurzeln unter sich braucht, die er um sich herum ausbreitet, um Halt zu finden. Und daraus nach oben wachsen kann. Und nach oben wird es umso leichter und freier, je höher du mit der Aufmerksamkeit kommst. Und nach unten umso stabiler. Und so atme nach unten aus in diesen Halt. Und atme nach oben leicht und lebendig ein. Und dann einfach noch einmal ein ganz tiefes Durchatmen. Und komm dann wieder zurück in den hüftgelenkbreiten Stand. Und schüttel all die Spannung aus den Beinen heraus. Ich möchte jetzt eine zweite Runde mit dir erfahren und in dieser Runde eine kleine Variation einbauen. Wir werden jetzt im Oberkörper Seitbeugen einbauen. Und die sind sehr interessant, denn sie verlagern das Gewicht. Und wir müssen ein bisschen mehr uns koordinieren zwischen Gehirn und Körper, um diese Bewegung, die wir im Oberkörper machen, auszubalancieren. Und ich bitte dich um zwei was. Das eine ist, sei offen für die Bewegungen und lass sie entstehen. Denn jede Bewegung, die wir machen, und sei es auch Bewegungen, die uns mal zurückbringen und aus dieser Balance rausbringen, sind gut. Denn so lernt Körper und Gehirn sich zu koordinieren. Und das brauchen wir dann, wenn es mal wirklich Balance braucht und wenn wir Gleichgewicht finden müssen. Das ist ja nichts Kontrolliertes, ja? Wenn wir mal ausrutschen oder so und müssen uns wieder ausbalancieren. Und so lernt der Körper und der Geist sich zu koordinieren und das Gleichgewicht zu trainieren. Also lass es ruhig zu, dass Bewegungen entstehen dürfen. Es geht gar nicht darum, das so perfekt wie möglich zu machen. Und das führt uns zum zweiten Punkt. Versuche es gar nicht erst zu kontrollieren. Ja, also nicht denken, warum wackel ich jetzt? Andere wackeln auch nicht. Das muss jetzt perfekt sein. Ich muss ganz stabil stehen und zeigen, was ich kann und wie gut ich bin. Darum geht es nicht. Es geht darum, etwas entstehen zu lassen und dafür offen zu sein. Und wenn es auch Bewegungen sind, die uns mal rausbringen, ist völlig okay. Also in dem Sinn, eine gute Balance aufbauen mit den Füßen. Die Zehen vielleicht heben, vielleicht eher entspannt lassen. Verlagere Gewicht nach links, bitte. Und finde Halt, auch mit einem Gefühl. Und nicht nur physisch Halt finden, auch ein Gefühl haben. Ich finde Halt.
Ich finde Halt. Ich bin stabil geerdet. Jetzt bringst du den rechten Fuß an die Innenseite des linken Beines, entweder da, wo du eben warst, oder mal höher über das Knie oder dorthin, wo es dir auch Halt gibt. Drück den Standfuß nach unten in die Erde und das Spielbein, den rechten Fuß, an das Standbein heran. Zieh die Muskulatur des linken Beines etwas hoch. Heb dein rechtes Hüftgelenk etwas an. Und aus der Mitte des Körpers findest du auch Halt. Schließ den Beckenboden. Integriere den unteren Bauch etwas nach innen. Von dort noch einmal nach unten schieben. Und nach oben wachsen. Und so wie du wächst, so breitest du die Arme jetzt zur Seite aus. Findest hier Halt. Und hebst dann die Arme hoch. Über den Kopf. Hier strebst du nach oben. Und zentrierst dich nach unten. Und jetzt bitte ich dich, dich nach links zu neigen und zu spüren, was hier geschieht. Welche Bewegungen nimmst du wahr? Wo tarierst du dich aus? Wo braucht es jetzt den Halt ganz besonders? Erinnere dich zu atmen, besonders jetzt in die rechte Seite. Und dann komm wieder zurück in die Mitte, hier an und dann beugst du dich nach rechts und schaust, was hier geschieht. Wie du Gewicht verlagerst, wie sich etwas verändert, wo es jetzt Kraft braucht, aber auch wo du wächst, auch an der linken Seite, atme jetzt dorthin. Und komm von dort wieder nach oben hoch. Sei verankert, finde Halt, aber erfahre auch die Leichtigkeit und das Streben nach oben. Und wenn es passt, dann schließ einen Moment die Augen. Ganz kurz die Augen schließen, gucken, was geschieht. Und dann öffne sie wieder. Willkommen und komm zurück. Und dann schüttel all die Anspannungen aus den Beinen heraus. Die zweite Seite, der rechte Fuß gibt uns Halt und verwurzelt uns und kommt mit dem Gewicht schon hierhin. Veranker dich dort auch mit einem Gespür für die Erde, die dich trägt und die dir Halt gibt. Jetzt bringst du ganz in Ruhe den linken Fuß an die Innenseite des rechten Beines, vielleicht dort, wo du vorhin warst, vielleicht woanders, immer da, wo es dir auch gut Halt gibt. Drück den rechten Fuß noch einmal bewusst in den Boden und bau Wurzeln um dich herum auf, zieh dann die Muskulatur etwas hoch Richtung Becken, schließ den Beckenboden, die linke Hüfte etwas an und erde den linken Fuß an das Standbein heran. Und dann beginn weiter nach oben dich aufzurichten, die Arme einen Moment auszubreiten und dann nach oben zu bringen. Und dich an diese beiden Qualitäten zu erinnern, verwurzelt nach unten und lebendig nach oben. Und mit diesem Gefühl, dieser Balance zwischen diesen beiden Polen, neigst du dich nach rechts. Jetzt dehnt sich die linke Seite, schickt die Atmung hierhin. Dass die Bewegungen entstehen, die es jetzt haben darf. Und sei ganz bei dir in diesem Augenblick, ganz fokussiert. Und komm dann wieder zurück zur Mitte und von dort nach links. Und beobachte, was hier geschieht. Halt nach unten finden. Und weiter in der rechten Seite. Und lass die Atmung frei sein. Und komm wieder zurück in die Mitte. Und dann tariere dich aus. Und wenn du magst, dann schließ einen Moment die Augen und schau, was hier geschieht.
Und wenn du sie wieder öffnest, dann beende und komm zurück in den Stand. Und dann schüttel all die Anstrengung und diese Aktivität aus dir heraus. Und ich möchte dich bitten, für einen Moment im Stand anzukommen. Wir sind mit beiden Füßen wieder gelandet am Boden. Und wenn du hier angekommen bist und magst, dann schließ die Augen. Beide Füße, die uns tragen, geben uns jetzt Halt. Und so wird dieser gesamte Stand viel sicherer als der, den wir nur auf einem Bein erfahren. Und das meine ich mit dem Halt, den die Erde gibt. Der ist jetzt wirklich auch spürbar. Dann bring den Aufmerksamkeitsblick in die Füße und beobachte und fühle die Füße, wie sie es sich jetzt anfühlen und wie es ihnen geht. Was machen die Zehen? Halten die vielleicht noch fest oder krallen die sich noch in den Boden, um Sicherheit zu bekommen? Wenn ja, dann lass sie in Ruhe ausgleiten und sich entspannen. Spür die Fußsohlen, die die Unterlage berühren. Und die Unterlage unter dir, wie fühlt die sich jetzt an? Spür die Fußgelenke, die sicherlich jetzt aktiver sind, vielleicht auch wärmer. Dann spür die Beine, die dich jetzt wieder tragen, beide Beine, mit den Waden und den Schienenbeinen, mit deinen Knien, den Oberschenkeln, dann die Hüftgelenke, wie geht's denen jetzt? Und dein Beckenraum. Darüber dem Oberkörper, dem Rumpf, dem Raum des Brustkorbs, kann der wieder leicht werden und nach oben wachsen. Wie geht es den Schultern? Magst du sie vielleicht mal bewegen, sodass sie wirklich die Anstrengung, die eben in ihnen noch steckte, wieder loslassen können? Und dann können auch die Arme sich entspannen, auch deine Hände und deine Finger, die jetzt nichts festhalten müssen. Auch der Schulter-Nackenbereich kann die Anstrengung loslassen. Auch dein Gesicht sich entspannen. Spür noch einmal nach unten in den verwurzelten Kontakt zur Erde. Nutz diesen Halt, um ihm zu vertrauen und von dort umso befreiter nach oben zu wachsen. Umso leichter nach oben zu werden, da du ja Halt nach unten hast. Und beides darf sich hier verbinden. Halt nach unten und ein leichtes und lebendiges Wachstum nach oben. Und dann kann die Atmung frei fließen. So frei, dass sie den gesamten Körper ganz in Ruhe mitschwingen kann. Dann öffne ganz in Ruhe wieder die Augen. Wir gehen auf den Weg zurück, waren jetzt eben noch im Stand, gehen wieder zurück, Schritt für Schritt Richtung Erde, komm dafür in den vorderen Teil deiner Unterlage an und bring die Hände zum Herz, bitte. Dann beug die Knie ein wenig. Mit dem Einatmen tauchst du hier ein, kommst über vorn hoch, spürst nochmal den Boden, aus dem du nach oben strebst und atmest aus und verneigst dich nach unten zur Erde. Ein sehr schönes Verneigen und Verbeugen vor dem, das uns hält und das uns trägt. Einatmen kommst du in die halbe Vorbeuge. Ausatmen fließt du in die ganze Vorbeuge zurück. Und dann lass dich einen Moment hineinfließen in diese Vorbeuge. Du kannst gern die Knie weit beugen, sodass du richtig nah an die Oberschenkel herankommst. Dort dich ausgleiten lassen im Oberkörper. Und die Beine ein bisschen mehr strecken. Und da gibt es einen Punkt, da merkst du, du löst dich von den Oberschenkeln ab. Arbeite an diesem Punkt. Bleib also nah an deinen Beinen und beginn sie doch mehr zu strecken. Und dann löst noch einmal all die Anstrengung aus dem Oberkörper. Der muss jetzt gar nicht viel tun. Du kannst ja gern die ein oder andere kleine Bewegung nutzen. Ein bisschen schaukeln oder ganz sanft federn.
Dann lösen wir die Aktivität der Beine, beug die Knie an, stütz die Hände zum Boden und bring den linken Fuß einen langsamen, großen Schritt zurück. Dann nimm den rechten Fuß mit zurück in den abwärts schauenden Hund. Und dann lauf hier und verwöhn wieder die Füße und deine Beine und deine Hüften. Wenn du ein letztes Mal in dieser gemeinsamen Praxis durch den Vinyasa fließen möchtest, dann atme ein und komm in den Liegestütz. Atme aus zur Erde. Ein in die Rückbeuge, die Kobra oder aufwärts schauenden Hund. Und aus in den abwärts schauenden Hund zurück. Die Hände auffächern, Halt finden mit ihnen auf der Erde. Und dann bringst du die Knie nach unten. Der Vierfüßler und beweg dich hier wieder weiter und ganz sanft und genüsslich durch. Und jetzt bring bitte dein Becken eine gefühlte halbe Wegstrecke Richtung Fersen. Also einfach ein Stück zurück. Und dann wander mit den Händen Schritt für Schritt nach vorn, soweit, dass deine Stirn Richtung Erde sinken kann. Und dann leg dich ganz, ganz gemütlich hier ab. Das ist eine sehr schöne Haltung, in der wir uns vor der Erde verneigen. Denn eben gab sie uns noch ganz viel Halt. Und da dürfen wir uns dankbar vor ihr verneigen dafür. Lass dafür also im Laufe der Zeit dein Brustbein und damit auch dein Herz Richtung Erde schmelzen. Komm nach ein paar neuen, genüsslichen Atemzügen in den Weg zurück zum Vierfüßler. Und wenn du hier bist, dann wechsel bitte in die Rückenlage. Wenn du dich hingelegt hast, dann leg die Arme hinter dir ab, verschränk die Finger und streck dich über die Handflächen nach hinten und reckel die Füße nach vorn und beginn dich zu wachsen und auszustrecken. Gut. Und dann breite die Arme bitte zur Seite aus, schaff dir den Raum dafür und stell einen Fuß nach dem anderen auf der Erde auf. Wenn du die Füße aufgestellt hast, dann schüttel die Beine gerne ganz locker aus. Und dann umarm bitte deine Knie und damit dich auch selbst. Aus diesem umarmten Gefühl bitte ich dich, die Füße wieder auf der Erde aufzusetzen, die Arme auszubreiten, dein rechtes Bein über das linke zu legen und ein ganz sanftes Schaukeln zu beginnen nach rechts und links. Wir verwöhnen jetzt den Rücken für einen Moment und dein Kopf kann gerne entgegengesetzt mitgleiten. Wenn du in der Mitte ankommst, dann leg das andere Bein bitte über und nach weiter. Genauso genüsslich.
ankommst, dann stell die Füße wieder in der Mitte auf. Und leg dich für einen Moment zur Erde. Und hier kannst du es dir ganz, ganz gemütlich anrichten. Ganz bequem. Du kannst auch gerne die Augen für einen Moment schließen und ganz bei dir ankommen. Und dann bring den inneren Blick zu den Auflageflächen deines Körpers. Da gibt es jetzt im Vergleich zu vorhin ganz viele Auflageflächen. Denn vorhin waren wir nur mit einem Fuß in der Standhaltung am Boden verbunden und geerdet und brauchten dadurch viel mehr Balance und Kraft und Stabilität aus uns heraus. Und jetzt sind wir so nah am Boden, dass wir so schöne viele Auflageflächen haben. Kuschel sie gern noch einmal in die Unterlage. Und so brauchst du gar keine eigene Kraft mehr. Denn so kann die Erde dich jetzt von unten tragen. Lass dich tragen. Und finde Ausatemzug für Ausatemzug in Momente der Ruhe. Dann schenkt dir wieder lebendigere Atemzüge. Und beginn Atemzug für Atemzug dich zu erfrischen, dich zu beleben, auch die ersten Bewegungen zu genießen, die dir jetzt gut tun. Reckelnd und streckend und aufwachend. Und dann komm in Ruhe bitte einen Weg nach oben zum Sitz. Und wenn du einen Sitz gefunden hast, der dir im Moment jetzt gut ist und der gemütlich ist, dann schließ gern wieder die Augen. Denn die äußere Welt ist immer noch nicht so wichtig, die innere Welt ist viel interessanter in diesem Augenblick. Und besonders natürlich dein Sitz, dein physischer Sitz. Hier bist du, hast diesen Sitz gefunden. Und so schließt sich der Bogen dieser gemeinsamen Yoga-Praxis, der wir sie im Sitzen begonnen haben. Es ist jetzt ein ähnlicher Sitz wahrscheinlich und doch ist es ganz anders geworden, ein anderes Körpergefühl. Und vielleicht auch mehr Bewusstheit in den Kontakt zur Erde. Lass dort hinein, in diesen Kontakt, dein Becken hineinschmelzen. Es sind nicht mehr die Füße, die dich tragen. Es ist jetzt dein Becken, das dir Halt gibt und das dich trägt. Und je tiefer es hier nach unten sinkt, desto mehr von dem Halt kann es aufnehmen. Dann spür deine Beine, die dich jetzt auch nicht tragen müssen, die immer noch ganz entspannt sein dürfen. Beginn dann von diesem Kontakt nach unten auch nach oben zu denken und dich nach oben aufzurichten. Ganz leicht und sanft und lebendig. Und so finden sich diese beiden Dualitäten dieser Yogastunde auch hier wieder.
ein verwurzeltes Gefühl des Haltes nach unten und ein lebendiges und leichtes und freies Gefühl nach oben. Und beides darf sich miteinander verbinden und beides braucht sich auch. Wir brauchen Halt, einen Ort, an dem wir sein können. Wir brauchen den Boden unter unseren Füßen und dürfen aber auch lebendig sein und frei sein auf den Wegen, die wir gehen. Und dann lass die Ausatmung in diese Pole hineinfließen. Mit jedem Ausatmen nach unten zur Erde. Als würdest du dich ausatmend verwurzeln, hier sein und ankommen. Und einatmend dich ganz befreit, ganz leicht nach oben aufrichten. Halt nach unten über die Ausatmung, die in die Erde fließt. Und die Lebendigkeit und die Freiheit nach oben über die Einatmung, die dich aufrichtet, die dir eine eigene innere Größe schenkt. Lass uns in diesem Polen und ganz auf der Erde verbunden diese gemeinsame Praxis beenden. Und auch mit der Gewissheit, dass es die Atmung gibt, die uns immer wieder ankommen lässt bei uns selbst. Besonders dann, wenn wir es brauchen, wenn wir den Fokus zu uns selbst und die Verbundenheit zu uns selbst aufbauen dürfen. Dann kann uns die Atmung zu uns selbst tragen. Und wir haben die Erde unter uns, die uns Halt gibt auf den Wegen, die wir auf unserem Lebensweg voranschreiten. Die Erde trägt uns und gibt uns Sicherheit und Ruhe. Und beides, die Verbundenheit zu uns und die Verbundenheit zur Erde und ihrem Halt, darf uns aus dieser Stunde heraus begleiten. Auch wenn wir die gemeinsamen Wege jetzt verlassen und ganz individuell durch den weiteren Tag weitergehen. Und zum Ausklang dieser Wege bitte ich dich, die Hände vor dem Herz zueinander zu bringen. Beim nächsten Mal tiefer auszuatmen. Und im Einatmen die Arme über die Seite nach oben zu bringen, zum Himmel. Ausatmend die Hände vor die Stirn zu bringen, den Mund und das Herz. Und dort ankommt, neu zu beginnen. Dann lass uns hier vor uns selbst und unserem Herzen miteinander verneigen. Mit einem Dank für die Wege, die wir gingen und die Zeit, die wir uns schenken. Um dann im Aufrichten die Augen langsam wieder zu öffnen. Ich danke dir und wünsche dir gute Wege durch die Tage hindurch. Namaste.